oben, vorne in der Castle District, insgesamt gibt es 5 Districts hier, knapp 300 Kilometer Strecke zu absolvieren, bis die hier oben bei unserem Hauptmann am Südamerika der District ankommen. So, wir sind mal gerade am Walk, jetzt noch mal 2 weitere Runs, aber wir haben eventuell die kleine Situation, dass wir eine kleine Wetterfront haben und wegen dieser Wetterfront morgen haben wir heute schon mal ein Pre-Qualifying. Wie wird das genau funktionieren? Denn wir bekommen einen Run on top oben drauf und sollte es mal tatsächlich irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht möglich sein, 2 Läufe zu fahren, dann wird der heutige Run in den Score mit einfließen. Simpler ist das und für uns umso besser, denn wir bekommen heute schon Top 2 Runde. Galakam, da TV, No Limits, Courage, Planet Ride. Alles für mich, ihr habt gerade gehört. Ja, es ist interessant, wenn man diskriminiert wird. Muss man Gesicht zeigen? Was würde Ali sagen? Was? Würde man ihm sagen, was würde Ali sagen, wenn man diskriminiert? Nürnberg, nein. Ich hab die Beweise. Aufklärung mehr denn je erforderlich. Bis bald. Marteschitz, glaube ich, wird sich das nicht bieten lassen, was ich habe gehört. Underground. X. Hallo Tarek. So, die klassische Abholung in den FMA-Sock von Haus. Und wir sehen schon auf der Bühne die Leitbilder von oben und machen uns schon lange daran auf den ersten Fahrer. Wir haben natürlich auch all your best. Ein Stockwerk unter den einen hochkalitativen Jury sitzen, die das Ganze jetzt dementsprechend bewerten werden. Also, wir gehen im District. Gibt es ein Judge-Team und die werden jetzt hier die einzelnen Districts dann natürlich. Er hat Diskriminierung nicht verdient. Ein Visionär wie Martischitz. Wo ist Aaron Chess? Galakam@gmail.com ist meine E-Mail. Stop Discrimination. Was würde man ihm sagen? Was würde Mandela sagen? Was würde Ari sagen? Have a great time. All your best. Stop Discrimination. So, jetzt sieht es so aus, als würde sich der erste Fahrer dort oben schon mal bereit machen. Das heißt, wir dürfen uns jetzt auch mal bereit machen. Das wird der erste Fahrer sein, der gleich in den Red Bull Mystery Bike 2021 nach 5 Jahren eröffnete, 32 Jahre alt, aus Prag, in der Tschechoslowakei, please make some noise for Jakub Petschel! Great time. Jakub Petschel für uns bei Zunewitz, absoluter Trash Metal Fan, und hat aber sein bestes Hemd ausgepackt für das große Comeback des ikonischen Slopestyle City Contest hier in Nürnberg. No discrimination, Land and White, Galakam.tv. In die Fahrtrichtung, in die erste Qualifying, mal den ersten Box spinnen, und jetzt geht's in die Kreise durch. Have a great time. Greatest. I'm stepped out of the spirit.
am I? Rome Chase. Und dann aus dem Bürgermeisterzimmer live in die Welt der Visionen.